So, gleich gibt's Kollision. Treffer. Also bei uns, ne? Ja. Rechts raff, bitte. Ja, bin dabei. Ich hol mir die Ficker jetzt. Hit. Noch ein Hit. Jo, ich geh wieder. Noch ein Hit. Oh, jetzt wird's. Ich hab auch einmal getroffen. Ich komm dir helfen. Einer ging in. Ja, ich hab jetzt. Oh oh. Oh oh. Einmal. Ich fang schon mal an leer zu schöpfen, ne? Jo. In der mittleren Etage sind auch einige. Ich kann nicht nachladen, weil ja, die Scheiß. Die haben uns vorhin auf jeden Fall das Genick gebrochen, diese Löcher, weil als wir einen gewissen Punkt erreicht haben, ging das so schnell, weil wir so viele Löcher vernachlässigt haben auf der mittleren Etage. Ich kann mich gerade total langsam nur bewegen. Ja. Das sind die scheiß Kanonen von denen. Ich kaper die gerade. Okay. Wie kann man das machen? Ich bin einfach rübergesprungen. Parkour! Aber pass auf, dass wir nicht untergehen währenddessen. Ja, ich hab auch total versagt. Ich schlichte den Anker. Also die Typen, die schießen. Mach den Scheiß hier, okay? Ja. Bleib auf dem Schiff auf jeden Fall. Also die kommen auf jeden Fall gerade nicht zum Schießen, weil ich sie nicht schießen lasse. Das heißt, ihr könnt in Ruhe reparieren. Oh fuck, da haben wir jetzt nochmal richtig gerammt. Ich flieg hier mal und mach dies. Alter, hier sind viele. Sehe ich das richtig, dass das mittlerweile zwei Schiffe sind? Erste? Nee. Das hat nur so viele Maste. Leggers, ich komme! Das ist hier irgendwie. Die schießen wieder, wie frech. Raff, Hit, ja, vorne. Das sind gerade richtig viele hier. Ich kann gerade. Gibt's hier eine Leiter? Bitte lass es eine Leiter geben. Ja, es gibt eine Leiter. Jawoll. Ich bin da. Hier ist der Kapitän. Ah, oh, ne, das ist nur neu. Die laufen auf jeden Fall voll, die Typen. Ja, ich hab's jetzt eben ein paar Mal. Ich flicke hier, ne? Hör auf meine Freunde zu schießen! Ja, noch einmal geht. Ja. Dann packt er die Pumpe aus. Die laufen gut voll, die Typen. Alter. Ah, oh, da ist der Drecks. Nee, was bist du? Das ist ein Gaukler. Die gehen, glaube ich, unter. Also, die gehen jetzt. Hilf mir mal hier. Ich glaube, ich hab den Ender Dragon hier. Ich hab nur noch 5 Kugeln. Also wenn. Also 2 Etagen von denen sind komplett unter Wasser. Wir haben nur noch 10 Bretter. Ja, ich hindere die hier die ganze Zeit am Schießen. Die sind fast komplett voll jetzt. Theoretisch müssen die eigentlich jeden Moment untergehen. Jetzt komm schon! Guck mal, wie voll das schon hier ist. Bei denen also. Das knarzt auf jeden Fall schon gut. Hier ist nochmal der Endgegner, Lukas. Der Gaukler da. Ja, gut. Es geht unter, oder? Ja, muss doch jetzt mal. Nee. Ich hab erst 3-mal gehittet. Hör auf zu schießen. Und nochmal. Das ist jetzt nicht die eleganteste Taktik, die wir hier haben, aber irgendwie scheint sie dann doch zu funktionieren, oder? Ach ja. Jetzt geht's unter. Oder? Nee, das war nur eine Welle. Doch, es geht unter. Es geht unter. Nice. Haben wir geschafft, Jungs. Oh. Ich will runter. Gehst du mit unter? Ja.
Scheiße. Oh, egal. Das ging jetzt da ums Prinzip, ne? Ach, ich bin wieder. Das ging jetzt echt ums Prinzip, die Säcke noch auch zu holen. Oh. Ich komme, Lukas. Let's see. So, holen wir uns jetzt den ganzen Scheiß. Und den bringen wir dann zurück. Raff, du bleibst? Ja, ja, ich flicke hier. Was denn? Siehst du irgendwas? Siehst du irgendwie Gegenstände? Nee, die haben jetzt nichts fallen lassen. Ja, doch, da. Hier, folge mir. Hier kommt's gerade erst. Mario ist da. Ah ja, kommt gerade erst so. Nice. Boah, krasse Truhe mit Schädelknochen und so ein Scheiß. Krasse Truppen, Schädel. Wie viele Löcher? Was kann man denn primär machen? Eher Truhen, ne? Ah, alles. Alles. Such dir irgendwas, was gut aussieht. Was macht unser Schiff? Raff hat das doch im Griff, ne? Alles easy? Alles easy. Aber wie lange, jetzt verstehe ich das auch von vorhin, wie lange das ja jetzt noch, das Wasser war ja quasi schon an Deck und wie lange das dann noch da rumgeeiert hat, ne? Ich bleib mal hier, damit ihr wisst, wo das ungefähr ist. Zuerst mal. Seh. Gute Idee. Ab in die Kanone. Ja, ich auch. Alle Löcher sind hier fliegt. Oh, fast perfekt. Komm mal, kriegst du nur so eine Bretter. Ja, wir müssen jetzt noch irgendwie gucken, dass wir den Lachs hier zu einem Außenposten kriegen. Ja, und dann Mensch weg. Verkaufen wir Mensch weg. Raff, halt du da mal ausschauen, nicht, dass jetzt hier ein neues Schiff kommt. Soll ich hier bleiben, damit ihr wisst, wo es ist? Ja, würde ich machen. Okay. Also hier sind noch vier Sachen, das heißt, das war noch zweimal dann. Ah, fünf Sachen sogar. Naja, muss ja trotzdem zweimal. Sie. Auf der einen Seite sehr ärgerlich, dass wir so viel verloren haben, aber auf der anderen Seite. Aber wir hatten echt viel. Was wir, ne? Noch geholt haben. Wir hatten aber echt viel. Ja. Oh, die war jetzt ein bisschen zu hoch angestellt. Mindestens 8 Truhen, oder? Ja, wir hatten einiges. Und auch ein paar Schäden. Oh, da kommt ein Hai. Nach Maris. Ja, und ein Hai kommt genau auf der Richtung, wo ich gerade gekommen bin. Hinter der Erik. Ja, ich seh's. Ich bin sofort gestorben. Seit wann ist das denn One-Hit? Ja, das ist das. Wenn je nachdem, wie die sich treffen, geht das. Wie hast du den denn vorhin geholt mit dem Säbel im Wasser? Ja. Kommt das nicht zu? Kann man das Schiff nicht ein bisschen näher an den Teilen hier parken? Oh, hi. Genau an den, wo wir gerade sind. Also an den Schatz. Zwei Stück. Autsch. Einer ist auch bei mir. Braucht ihr ein bisschen Sniper-Unterstützung? Ich kann das, ich bin ein Clan-Sniper. Park das Schiff jetzt ein bisschen näher daran. Genau, du drehst schon ein. Ich sehe den Anker hoch. Ein Hai habe ich. Ein Hai habe ich. Erik, holst du noch schnell das Teil da, was du eben hier fallen gelassen hast? Sie. Bin tot. Nein, Mario!
Theoretisch hätte man schon früher das Schiff dahin drehen sollen. Muss ich gerade aus? Du kannst jetzt ziemlich stehen bleiben. Oder, warte mal, hier ist doch das ganze Zeug, oder? Ja, hier ist es. Ich hab den Anker auch gesetzt. Da kommt der Hai. Verstehst du? Der Weg, der geht auf dich. Ja, lass ihn. Raff, du musst eigentlich nicht mehr flicken, ne? Du kannst auch tragen. Ich schieß gerade auf den Tag. Erik, du wirst angegriffen. Aaaaaaah! Ich merke, du musst noch ein bisschen Zielübung machen. Willst du Clan-Sniper-Training bei mir nehmen? Ja, ich hab noch getroffen. Wo ist denn der Hai? Wirf mal einen Köder ins Wasser. Ich bin gerade ins Wasser gesprungen. Der Köder? Ja, das ist ein guter Köder, auf jeden Fall. Ich bin saftig, ich bin garstig. Ich helfe dir. Harpune da. Ja, das ist eine gute Idee. Hallo, hi. Ich bin nur ein Lachs, der hier schwimmen will. Der hat mich gerade gebissen. So weit zu uns komme ich nicht mehr. Ich bin easy. Bist du tot? So, kriegst du mich so gedeckt? Nee, ab jetzt kann ich nicht mehr. Das ist das Tiefste, was ich habe. Hinter dir! Macht dich. Hab ihn! Der ist tot. Die Nutte! Der hat Fleisch fallen lassen. Wie ist dich noch geheilt? Weiß ich nicht. Ich war tot. Ich bin wieder da. Ist hier noch was? Ich hab vorhin noch was gesehen. Ja, rechts. Ist nur ein Fass. Rechts von dir. Ja, das ist dieses rote, dieses Schwarzpulverfass. Ich hab Sushi gefunden. Und hier, guck mal, wo ich jetzt mach. Ist noch was. Jetzt anders. Was ist mit diesem Fass? Soll man das mitnehmen? Kann man das gebrauchen? Das macht doch nur unser Schiff. Das macht doch nur unser Schiff verwundbar, oder? Ja, hab ich eben auch. Ich denke, das ist sowas, was man dann beim Entern mit aufs andere Schiff nehmen kann, um dann darauf zu schießen, damit man da unten richtig Damage Das wäre natürlich richtig cool. Ich habe nämlich eben auch einmal irgendwas gesucht, ob ich da irgendwie. Ich habe einmal gegen die Kanonenkugeln da geschossen, in der Hoffnung, dass das Fleisch explodiert. Wenn da irgendwie. Ja, da sind ja auch Feuergegenstände drin gelagert. Ja. Nice, du hast an der Harpune Hai hängen. Mhm. Nice. Egal. Gut, dann so. Also mal ein Ausposten, ne? Jo. Zehn. Hängt er da noch? Mit der Harpune? Da. Ja, der hängt halt dran, Haifleisch. Südlich von uns ist auf jeden Fall eins. Ja. Ich guck mal, ob hier westlich eins näher ist. Seeposten. Ich weiß nicht, ob das. Ja, das ist der. Das ist der von der Handelsbums. Achso. Ja, ich glaube, das macht keinen großen Unterschied, ob wir jetzt den im Nordwesten oder den hier im Süden nehmen. So. Nee, nicht an die Kanone. Der Nutte haben wir gezeigt. Wen nehmen wir? Den im Süden. Wobei wir müssen drehen, ne? Ja, wobei, ne, wir drehen. Ist nicht viel. Ja, wir drehen. Das ist ein bisschen auch, leicht okay. Südwestlich ist der. Raff, triller doch mal ein Lied dann für den Sieg. Okay. Sollen wir die Insel noch rechts umgehen oder links? Ich würde rechts, links sagen, oder? Aufpassen. Ja, mach safe. Das ist eine kleine Insel vor uns.
Passt man da durch? Rechts. Ja, rechts ist auch. Muss man ein bisschen aufpassen. Ja, doch, das passt hier. Okay. Locker durch. Easy. So, dann richtig mal die Schmägel. Was ist das denn hier für links für ein kleines Teil? Ich muss. Jeez. Ich glaube, das war dieser Seeposten, wo ich eben gefragt habe. Ach so. Ja, natürlich wieder Gegenwind, ne? Safe call. Lassig. Was denn sonst? Lässig. Na, Gegenwind ist alles außer lässig. Plastik ist der. Schön, Raff. Raff betrinkt sich wieder nicht. Nee, du kotzt mich jetzt an. Kotzt ihn mal an. Oh, dann machst du dann wenn du an der Insel links vorbeifährst, Marius. Warte, was? Links jetzt? Vor uns die Insel da links dran. Ne, nicht an diesem. Ja, an den Stein kannst du rechts vorbeifahren. Die sehe ich auf der Karte nicht. Also Schein. Okay. Rechts. Ja, wobei, jetzt mach links, das schaffst du nicht mehr rechts. Muss halt gleich nochmal nach den Steinen hart einschlagen. Danach also, rechts. Kannst du geradeaus. Genau. Und dann jetzt rechts. Ja, ach, aber noch Stein. Nicht, da ist noch ein kleiner Zipfel draußen. Okay. Jetzt kannst du rechts einschlagen. Geil, wenn man besoffen ja. Musik spielt, klingt nicht so gut. Ich hab jetzt, auch nur eine Kralle. Ich sag dir, wann du geradeaus einschlagen kannst. Ich hab jetzt komplett auf rechts eingeschlagen. Ja. Ich sag dir, oh, da ist ein Vulkan. Oh, fahr noch ein bisschen links, da ist ein Vulkan, fahr ein bisschen links. Ich möchte jetzt nicht von einem Vulkan getroffen werden. Oh. See. Das kommt relativ nahe. Ja. Naja, deshalb ein bisschen links einschlagen. Ich hab auch volle Kanne, jetzt erstmal links. Dann jetzt rechts. Ja, ich... Genau. Jetzt rechts. Das ist, siehst du da hinten im Schatten die Insel, die ist das. Also so die auf. Südwesten die Insel. Die etwas größere, oder? Ja, genau, da müssen wir hin auf Südwesten die Insel. Ah, sie. Hab's im Blick. Du siehst das ja alles, ne, weil die Segel gut also nach links gedreht sind. Sie. Oh, hey. Ja. Oh nein, das ist rohes Fleisch. Oh scheiße. Boah, wie du kotzt mir. Geh Marius einkotzen, der freut sich. Wir haben echt null Vorräte, ne? Ja. Ja, wir sind ja auch direkt in See gestochen, um unsere Schätze zu finden. Ich glaube, ich bin vergiftet. Ich sehe auf jeden Fall sehr verschwommen. Boah, geh weg mit deiner Kotze. Alexa, mach das Wohnzimmerlicht an. Hey, Lukas, komm mal hier. Weg. Ja, das hab ich, das wollte ich auch gerade. Danke, Alter. Dass du mich mitgetötet hast. Ich werde sterben. Oh, jetzt ist Marius alleine auf dem Schiff und ist nicht gekommen, weil es brennt, dass wir jetzt wieder untergehen. Ich wollte das erst machen, wenn wir safe sind. Wenn wir alles runter haben, ja. Es tut mir leid, es war zu verlockend. Aber dann hopst der da auf dem explosiven Fassbuch. Du hast eigentlich geschossen, als ich daneben stand. No way. Ich hab doch gesagt, guck mal, du wusstest doch, was ich vorhabe. Ja, ich wusste ja nicht, dass du sofort schießt. Ich wollte ja gerade loslaufen. Ich hab einen Anker gesetzt und lösche.
Du musst das mit Süßwasser haben. Ich brenne scheiße. Oh, wir laufen voll. Unterwegs. Wow, wie war das denn? Ich hab noch Ladebildschirm, aber es knistert schon sehr schön hier. Das knarrt schon richtig ungeil.